Yo Leute und herzlich willkommen zum 11. Türchen des CSGO Adventskalenders 2018. Und heute gehen auch wieder drei Preise raus an euch. Die heutigen drei Preise werden sein: Wir haben zuerst mal einen Key, wie sonst auch jeden Tag. Und zwar ist der heutige Key ein Klatsch, also kein Klatsch-Key, ein Handschuh-Key. Der Handschuh-Key ist der erste Preis. So, der zweite Preis wäre eine OMP Primal Saber in Minimalware. Schöner OMP-Skin. Kann man sich ruhig gönnen, und weil dann Boy so oft nachfragt nach dem Skin, hau ich heute auch wieder eine MP7, nehmen sie es raus, und zwar in Factory New. Grüße gehen raus an dich, falls du das jetzt gerade siehst. Ich hoffe, du gewinnst auch, weil du hypst dich, glaube ich, am meisten auf den Skin. Die Gewinner von gestern setzen heute ja automatisch aus, und die von heute werden morgen dafür automatisch aussetzen. Jeder Gewinner setzt einmal einen Tag aus, damit auch mehrere Leute einfach eine Chance haben, etwas zu gewinnen. So, Mario Meyer, der Hype ist real, freut mich, Mate. Glückwunsch mal an dich, du bekommst den Key, den Handschuh-Key. Der zweite Preis war ja die UMP 45 Primal Saber in Minimalware. Und die geht heute raus an Oles Speed 2502. Ich habe gewonnen, XD, nicht. Also das nicht, hätte ich jetzt nicht dazu geschrieben, also nicht. Weil du hast es gewonnen. Glückwunsch mit an dich, du bekommst die UMP Primal Saber. Und der dritte Preis war ja dann die MP7 Nemesis in Factory New. Und die geht heute raus an den Randy GHG. Ich hätte auch gern mal ein Knife. Ja, Knife hast du jetzt leider nicht gewonnen. Das heißt leider, du hast eine MP7 Nemesis in FN gewonnen. Glückwunsch mal an dich. Aber vielleicht hast du ja noch Glück und gewinnst ja am 24. Dezember dann das Hauptpreis. Die Gewinner werden wie immer unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. Dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Trade-URL und dann bekommt ihr den Skin in den nächsten 24 Stunden zugeoffert. Also 24 Stunden, nachdem ich eure Trade-URL bekommen habe. So, und weil ich ja gerade das Knife angesprochen habe, beziehungsweise den Hauptpreis, eine Nachricht an die Boys, die was jetzt zum ersten Mal einschalten, sich fragen, jo, was geht hier ab, wie kann man hier teilnehmen, was gibt es hier zu gewinnen. Also der CSGO Adventskalender ist ein Format, wo ich vom 1. bis zum 24. Dezember ihr täglich ein Video hochlade, wo ich dann auch drei Preise täglich raushau. Wir haben eine Gesamtvalue von über $400 und am 24. gibt es ja dann noch einen Hauptpreis. Und zwar ist es ein Bowie Knife Knight in Minimalware mit einer relativ guten Float. Jungs, ich meine, ich habe das jetzt, glaube ich, eh schon gefühlt 70.000 Mal gesagt, aber es gibt halt immer welche, die was es noch nicht gerafft haben, ne? Oder welche, die halt neu einschalten. Gut, die können es ja nicht wissen, was man hier genau so alles gehen kann. Um bei der morgigen Ziehung mit dabei zu sein, müsst ihr ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und auch einen Kommentar unter diesem Video hier schreiben. Schon seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Und bevor ich jetzt auch dann schon das Video beende, möchte ich noch kurz ein Thema anschneiden. Und zwar handelt es sich dabei um eine Art Easter Egg, man weiß es nicht genau. Trilux hat es in einem Video schon mal erwähnt, und zwar handelt es sich ja dabei um die MP5, was es ja jetzt seit dem Update gibt, was man ja gratis bekommt, wenn man 250 XP im Danger Zone Modus erspielt, bekommt man halt dann eine MP5 Lab Rat gedroppt, eine Souvenir sogar. Und wenn man sich das Pattern genauer anschaut, hat man halt auf die Mäuse immer so Zahlen stehen, also auf die Ratten. Wenn man sich dann das Pattern von dem Skin anschaut, ich meine, das ist jetzt nur ein Ausschnitt von dem Gesamtpattern, was es halt gibt. Und man kann, also das ist halt, warum ich euch jetzt gerade hier nur diesen Ausschnitt zeige, es ist deswegen, weil dieser Ausschnitt halt schon sehr bekannt ist. Und zwar handelt es sich hauptsächlich ja bei den Ratten halt nur um die 9 und um die 13. Es gibt momentan das Gerücht, 9 steht halt für 9. Operation, also die nächste Operation wäre halt die Operation Nummer 9. Und 13 würde für 13. Dezember stehen, dass das halt so Easter Egg Ankündigung für die nächste Operation wäre. Und jetzt ist meine Frage an euch, glaubt ihr daran, dass die jetzt wirklich eine Operation bringen, diese Woche noch? Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass demnächst eine kommen wird, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eine Operation sein wird, wo einfach Missionen dabei sind, was auch mit den neuen Spielmodus Danger Zone halt mit einbeziehen, dass man sagt, okay, machen Sie, keine Ahnung, wie viel Damage in Danger Zone, oder gewinnen Sie so und so viele Runden in Danger Zone, oder machen Sie so und so viele Abschüsse in Danger Zone.
was man ja nicht schon alles hatte in ganzen Team Deathmatch-Spiele, Gelegenheitsspiele und so, wie vor 2 Jahren, glaube ich. Wildfire war da die letzte, was noch relativ mehr in die Online-Modus einbezogen ist, sage ich mal, weil die letzte Operation war ja eher mehr so, du hast halt deine Missionen gehabt, wo ihr halt immer zu zweit, also du und ein Mate, dann die Mission halt abschließt. Waren halt relativ lame Missionen, sage ich mal, weil Angriffswellen überleben oder so Sachen, das ist halt nichts Besonderes. Ja, also wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Operation demnächst kommen wird, aber ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr noch kommen wird, beziehungsweise wenn sie kommen wird, dann aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass die diese Woche schon kommen wird. Das Ding ist einfach, Danger Zone ist halt jetzt schon draußen, es läuft, aber es läuft noch nicht flüssig. Wenn die da jetzt gleich eine Operation mit raushauen oder eine Woche später eine Operation dazu klatschen, könnte das, glaube ich, nicht so nice sein, weil einfach viele Leute da kommen, viele Server überlastet sind. Ich meine, das ist ja jetzt teilweise ja nicht mehr lustig, was mit die Server da so abgeht, aber okay, es ist immerhin noch spielbar. Und ja, also ich glaube eher, dass die da jetzt mal gucken, die nächsten paar Wochen, wie läuft der Modus, wie, was kann man da noch ändern, dann vielleicht mal auf Feedback von der Community wartet und dann die Operation droppt. Aber mich würde, wie gesagt, trotzdem eure Meinung interessieren. Schreibt sie mir einfach mal in die Kommentare, ich lese mir die dann alles gut und sorgfältig durch. Das Ding ist ja, was das Ganze auch so plausibel macht. Wie gesagt, die größeren Updates kommen ja meistens immer mittwochs, beziehungsweise in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Meistens dann irgendwann Donnerstag um 1:30 in der Früh oder so. Und wenn man sich halt das mal so einen Blick in den Kalender wirft, morgen wäre Mittwoch, morgen wäre der 12. Der Donnerstag wäre dann der 13. Und das wäre halt dann so, ne, wisst ihr, worauf ich einfach hinaus will? Der 13. ist halt immer so der, wisst ihr, nicht der 13., aber der Mittwoch auf Donnerstag ist diese Nacht, ist halt immer so die Update-Nacht, diese Patch-Nate oder Patch-Day, sage ich mal. Mittwoch ist halt so, sozusagen, halt immer so der Patch-Day von CSGO. Da kommen halt immer die großen Updates, beziehungsweise auch die ganzen Bugfixes und was die halt immer sonst an Updates raushauen. Das ist halt meistens immer Mittwoch, was da rausgeht. Und das wird halt in den Kalendern so zusammenpassen. Wie gesagt, ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, ich würde mich freuen irgendwie, aber irgendwie auch nicht, weil ich mir dennoch irgendwie erhoffen würde, dass sie zuerst Danger Zone mal dann noch ein bisschen überarbeiten und dann vielleicht eine passende Operation dazu droppen, aber mal gucken. Momentan würde ich CSGO ja alles zutrauen, also Valve, weil was die da nicht auch auf Twitter momentan so posten, beziehungsweise also tweeten und ja, Easter Egg hier, Easter Egg da, wir machen Jokes, bipapo. Und letzte Woche war ja, haben sie auch getweetet, was macht ihr am Mittwoch? Alle haben gedacht, wow, Mittwoch kommt eine neue Operation oder vielleicht Battle Royale Modus. Nee, am Mittwoch kam gar nichts, am Donnerstag kam dann erst das Update. Der Battle Royale Modus war da. Da wurde ja dann letzte Woche Mittwoch dann auch schon viel geflamed. Ja, sie haben da irgendwas angekündigt am Mittwoch oder was angeteasert, angedeutet. Mittwoch kam kein einziges Update. Donnerstag kamen dann die Updates. Dann stelle ich mir auch wieder die Frage, was wäre, wenn sie, als sie letzte Woche diesen Tweet verfasst haben, nicht den Mittwoch letzte Woche gemeint hätten, sondern diesen Mittwoch, diese Woche. Das wäre dann wieder der 12. beziehungsweise in der Nacht auf 13. Oh ja, stay tuned, sage ich mal. Einfach abwarten und schauen, was die da noch genauso raushauen. Ich glaube nämlich, dass da in Zukunft noch was kommen, also es wird auf jeden Fall was kommen. So, und jetzt sind wir auch schon etwas mehr vom Thema abgeschweift, als was ich eigentlich wollte. Wie gesagt, die Gewinner werden dann unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. Dort bitte einfach nur mit eurer Trade-URL antworten und dann bekommt ihr die Skins in den nächsten 24 Stunden, nachdem ihr mir die Trade-URL geantwortet habt. Und um bei der Morgenziehung mit dabei zu sein, Abonnent meines Kanals, sein dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video. Wenn ihr mehr Kommentare schreibt, würde ich mich auch freuen, oder ja, also es bringt euch zwar nichts, aber es ist halt, ja, für mich, ne? Es wird sowieso immer nur ein Kommentar gewertet. Und weil ich auch gefragt worden bin, was ist, wenn man schon einmal gewonnen hat, kann man nochmal gewinnen? Ja, kannst du. Wenn du genug Luck hast, kannst du doch 10-mal gewinnen. Also 10-mal gewinnen, aber das glaube ich halt nicht, dass das passieren wird, ne? Es gibt bis jetzt 2 Dudes, die was 2-mal gewonnen haben. Sonst hat bis jetzt jeder nur einmal oder keinmal gewonnen.
Ja, und wie gesagt, dann würde mich nur noch interessieren, was ihr zu diesen Easter Egg oder Illuminati confirmed, sage ich mal. Es sind ja alles nur so Theorien und Hirngespenste, was halt so durchs Internet gehen. Aber trotzdem würde mich da einfach mal eure Meinung interessieren. Dann sage ich auch ciao und bis morgen, euer Alex.